Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PS1 Demo Samstag. Und wir starten sofort durch mit dem Video. Was soll ich auch groß labern? Außer dass es die CD von 0501 ist, also 2001. Im Mai. Und wir gucken uns The Simpsons Wrestling an. Ich habe schon ganz verdreckt, dass es dann Wrestling-Spiel gab. Excuse me while I beat you silly, Mr. Krusty. And please come again. No, you wouldn't hit a clown, would you? Ow! Hey, hey! Oh, ein paar verschiedene Arenen. Natürlich die beiden gegeneinander. Willie, I'm gonna squish you up in a little ball and feed you to your tractor. One, two, three. Ein paar Sprüche dann also auch aufsagen. Okay. Das war Simpsons Wrestling. Naja, wer Wrestling-Spiele mag. Eher nicht so mein Fall. Nee. War das das, was sonst ging, dieses Formula 1? Jade Cocoon hatten wir schon, Killing the Button noch nicht. Music 2000. Kann man nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Wipeout 3, California, bla bla bla. Okay, fangen wir mal mit C12 einfach an. Jo, Powerline, das kennen wir auch schon langsam und auswendig. Ja. Ja, wir wollen ein neues Spiel machen. Hogan's Aufzeichnung warten. Laden von Abschnitt 1. Okay, Bonnie, okay. Kommen wir zur Sache. Vor etwa 5 Stunden haben wir den Kontakt zu unserem Außenposten verloren. Das Aufklärungsteam, das wir losgeschickt haben, ist kurz darauf verschwunden. Sie müssen den Außenposten finden, das Aufklärungsteam ausfindig machen und mir sofort Meldung machen. Verstanden? Ja, Sir. Haben Sie eine Ahnung, was mich dort erwartet, Sir? Cyborgs. Jede Menge davon. Und Feindbewegungen. Da wimmelt es nur so von Flugkörpern der Aliens. Ich schätze, die beste Möglichkeit, durch die Stadt zu kommen, wird das alte Schienennetz sein. Entschuldigung, Sir, aber wir müssen den Lieutenant hier absetzen. Es ist gleich soweit, Vaughn. Ich werde gemeinsam mit Dr. Carter die Aufzeichnungen Ihres Implantats überwachen. Wir werden versuchen, Sie zu unterstützen. Namens Riley. Nicht vergessen, ich werde Sie mit allen Informationen, die ich über den Feind habe, versorgen. Vielen Dank, Dr. Carter. Okay, es kann losgehen. Vaughn, Ende. Und habt ihr es gehört? Der da gesprochen hat und der Pilot, die klangen beide gleich. Derselbe Synchronsprecher. Ganz toll. Aha, hier haben wir keine Information. Okay. Da zentriert man. Was das ist, weiß ich nicht. Da schlägt man zu. Okay. Mit kurz die Steuerung. Ah. Naja, wir werden eh sterben. Was soll's? Ja, wie gehe ich daran? Ah, automatisch, okay. Verdammt in sich. Es kann ein örtliches Energiefeld erzeugen und ist deswegen im Einsatz gegen die Cyborgs äußerst effektiv. Und mit etwas Glück auch gegen die Aliens selbst. Ah ja, mit etwas Glück also. Okay. Da ist nix. Laufen wir doch mal hier durch.
Aha. Select-Taste. Gegenstände, Meldungen. Na gut. Hallo Aliens und Cyborgs. Wo seid ihr denn? Ah, hier hinter. Na gut. Die sind schon mal weg. Ach, Maschinengewehr. Okay. Springen kann der, glaube ich, nicht. Kann nur so komisch geduckt laufen. Alter, die Steuerung ist ziemlich empfindlich. Ach, hier lang. Na, kommen hier noch mehr Aliens. Hallo. Oh. Jo. Raumschiff, nix gut. Feind. Na, oh, der hat mich einmal gehauen. Das ist nicht so gut. Oh, das war noch einer. Na, bis hierhin ist es ja noch leicht. Das geht bestimmt auf. Die Tore da. Central Station. Machen wir einfach mal rein. Geht. Sieht so aus, als würde die Stromversorgung für das Schienennetz unterbrochen. Treiben Sie irgendwo einen Ersatzgenerator auf und versuchen Sie, Energie von dort umzuleiten. Okay. Das auch noch. Okay. Wo soll ich die jetzt hinziehen? Alter, hör doch immer auf hier. Oh, da oben ist ja jemand. Der zählt auf uns, aber der kann uns nicht. Kann ich hier auch... Irgendwo hatte ich doch so eine Zielansicht. Aber die kann ich nicht bewegen. Ja, toll. Lol. Da ist es Reichweite 2 Meter. Und jetzt? Ich kann doch nicht hüpfen. Ich kann mich nur ducken. Oder ist irgendwo anders hüpfen? Nee. Ach, mit dem Ding kann er zielen. Okay. Aber auch nur geradeaus. Ich kann das nicht bewegen irgendwie. Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Ja, ich weiß, dass ich die ziehen kann, aber wohin damit? Kannst auch eh nicht darauf klettern, indem ich ja voll Idiot. Okay. Ich kapier's nicht. Ich kapier den Sinn jetzt dahinter nicht. Wenn der eh nicht auf die Kiste raufkommt. Wozu soll er die dann durch die Gegend schieben? Was soll das für ein Scheiß? Was ist das? Da schon alle Knöpfe durchgedrückt. Bei keinem macht auch nur ansatzweise Anstalten. Ich habe keine Ahnung. Gewonnen ist. Mich nervt das. Da oben kann ich eh nicht abschießen. Ra,
Riley. Dort drüben, das ist ein Schutzschild der Aliens. Er wird Ihnen zusätzliche Sicherheit geben. Aber seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, halten die Schilde nur eine begrenzte Anzahl direkter Treffer aus. Hallo? Hängt mit Ihrer Zelltechnologie zusammen. Wenn Sie weitere Schildzellen finden, wird er länger halten. Ja. Ich komme noch nicht da hoch. Hallo? Was ist das für ein Scheiß? Ach, jetzt kann ich das doch bewegen. Okay. Hä? Treff den doch. Triffst du den noch mal? Endlich. Gibt's doch nicht. Ein Schienwagen. Okay. Schön, schön. Ich komme hier aber nicht mehr hoch. Was zum... Was soll der Scheiß? Ernsthaft, das ist... Dämlicher geht's nicht mehr, ne? Controller, Vibration, ach, das ist mir doch scheißegal. Ich wollte eigentlich Tastenbelegung, aber das scheint es auch nicht zu geben. Also irgendwie... Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch hier hochgehen. Da muss doch da hochkommen. Hallo? Das gibt's doch nicht. Das gibt's echt nicht. Das ist doch Verarscherei pur hier. Alle vier Tasten drücken, ich dreh hier durch. Okay, das war's dann. Also so ein dämliches Spiel. Alpha? Warte. Was? Die Taste zum Ducken ist gleichzeitig die zum... Was ist das für eine Scheißsteuerung, ganz ehrlich? Ja, sowas Dummes habe ich noch echt noch nie erlebt. Wo ist denn das Scheißschild? So, wo ist der Idiot? Der steht auch noch da irgendwo. War doch noch einer da hinten. Riley, dort drüben, das ist ein Schutzschild der Aliens. Er wird Ihnen zusätzliche Sicherheit geben. Aber seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, halten die Schilde nur eine begrenzte Anzahl direkter Treffer aus. Hängt mit Ihrer Zelltechnologie zusammen. Ah. Wenn Sie weitere Schildzellen finden, wird er länger halten. Ach, das ist ein Speicherpunkt. Na toll, das auch noch. Okay, dann weiß ich jetzt, dann kann er ja doch da hochklettern, obwohl... Alter! Nimm die blöde Kiste und schieb die jetzt. Jedenfalls wozu? Ach doch, da hinten. Hallo? Kiste? Nein. Das seitlich kann er nicht. Hallo? Gott. Ist das eine komische Steuerung? Was? Aber? Aber ist er auch hier? Cool. So. Geht tot. Ach, cool. Gesundheit auch noch. Und hier? Düpp. Kein Düpp. Aha.
Jetzt haben wir also Strom gemacht. Toll. Gute Arbeit, Vaughn. Warum liegen hier schon wieder Kugeln? Macht mir irgendwie Sorgen. Warum brennt der Reaktor und kann gleichzeitig Strom machen? Riley, noch etwas zu Ihrem Implantat. Sie können damit auch Informationen über Ihre unmittelbare Umgebung abrufen. Wenn Sie ein bestimmtes Objekt anpeilen, versorgt sie die angeschlossene Datenbank mit nützlichen Informationen. Alter, kletter doch da hoch. Ach, echt. Macht aber Strom drauf. Ups. Och nö. Na gut, haben wir wieder ein bisschen Gesundheit. Riley, dort drüben, das ist ein Schutzschild der Aliens. Er wird Ihnen zusätzliche Sicherheit geben. Aber seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, halten die Schilde nur eine begrenzte Anzahl direkter Treffer aus. Hängt mit Ihrer Zelltechnologie zusammen. Laber doch nicht immer dasselbe. Halt die Klappe. Da. Das Schild haben wir doch schon längst. Okay. Ohne Systemausfall? Schön. Ach, die Gesundheit ist weg. Ups. Da hätte ich wohl den Dings ausweichen sollen. Ist es jetzt vorbei? Sind Sie in Ordnung? Nein. Diese Dinger, sie haben das Krankenhaus angegriffen. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Umsonst. Sie müssen mich für tot gehalten haben. Sie schlachteten all die Verwundeten ab. Ich musste zusehen, wie sie... Ruhig, Soldat. Warten Sie einen Augenblick. Ich treibe etwas Morphium auf und flicke sie dann wieder zusammen. Seien Sie bloß vorsichtig, Mann. Diese Dinger, diese Cyborgs, sind immer noch da draußen. Ja und? Toll. Da freue ich mich aber. Da kommt er nicht hoch. Wir krepieren bald. Oh, da steht doch einer. Aua! Da stand was. Ach, da ist so ein Schießwütiger. Na gut. Ich glaube, das reicht aber auch für C12. War jetzt nicht so der Bringer. Gucken wir uns lieber Samurai Showdown an. Mal gucken, was das ist. JVC. Samurai Showdown. Na, ein Beat'em'up. Jo. Mit seltsamer Musik.
Okay. Erhältlich im Mai 2001. Na gut. Testen wir mal, ob dies Formel 1 Spiel geht. Ich weiß nicht, ob wir das schon gespielt haben. Kein Schimmer. Ich weiß nur, dass meins nicht funktionierte. War ich jetzt schon zweimal da. Jo. Tja, genau das Spiel war es auch, das nicht funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Es war wieder alles abgestürzt. Ich hoffe nur, am Ende kann er das auch rendern. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, was Killer Loop sagt. Ich hoffe, das funktioniert. Crave Entertainment. VCC, Team FEB, okay. Killer Loop Loading. I'm in late. Ja, danke. Ich habe keine Ahnung, wie das... okay. Das ist vorwärts. Schön, dass es einem vorher nochmal die Tasten sagt. Ah, ich habe keine Ahnung, wie das... Boah, das war das, das sich so komisch steuern ließ, ich erinnere mich. Gott, ich kam damit nie klar. Jetzt kann ich irgendwas machen, aber ich weiß nicht, welches... Das war... Ah, das ist die Aktivierung. Ah, ich sehe überhaupt nicht durch. Hallo. Hilfe! Boah, ist das verwirrt. So, schön. Ich hab... Alter. Hilfe. Wieso dreht er sich eigentlich nicht richtig? Von da sich noch irgendwie komisch gedreht. Was mit mir eh nichts, bin ja eh schon so weit hinten. Kann auch wahrscheinlich irgendwo Boost, aber. Wie? Mal andere Tasten. Oh, das ist nur die Sichtweite. Aua! Okay, ich glaube, das unten eine unten ist Energie, das andere ist Schild oder so. Ich teste mal was. Ich dachte, wir kriegen einen Schaden. Na toll. Ah, Hilfe! Gott. So. Hallo, dreh dich doch. Gott, wie weit, wie lange muss ich das noch aushalten? Hilfe. Ich schieße einfach irgendwen ab. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden treffe. Aua. Bitte.
Man steuert Dinge wie sonst hatte mal gar nicht. Hier kann ich wenigstens nirgends vom Gegenkrachen. Na, jetzt schon wieder. Fehlt irgendwie die Musik, ne? Fällt mir gerade so auf. Aua. Hier wieder ein bisschen grünes Zeug einsammeln, dann fahren wir schneller. Plus gelbes weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Aua. Oder ist das doch Schaden? Ich habe keine Ahnung. Wird's durch? Ja. Yay, ich bin letzter von hinten. Ich kann die Zeit nicht lesen, das ist alles so dick gedruckt. Naja, Killer-Loop eben. Ich glaube, das sollte bekannt sein. So, wir gucken das nächste Video. Rugrats in Paris. Oh, toll. Sind ja auch noch in Paris. Ja, der Movie auch noch. Ja. Plong. Schön. Ich glaube, das Ding richtet sich auch eher an Kinder. Golf auch noch. Ach Gott. Das hat auch noch gefehlt hier mit dem. Na, wie heißt das? Hau den Maulwurf? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Schwebende Bretter. Ist klar. Gott, Gott. Verschone uns damit. So. Das waren die Rugrats. Jetzt gucken wir mal wieder hier rum. Also 2000 sind wir vergessen. Dann machen wir gleich Wipeout 3. Das war doch so ähnlich wie Killer Loop, wenn ich mich recht erinnere. Nur denke ich da an was Falsches. Na, wir werden es gleich sehen. Loading. Aha. Wipeout 3. Title Screen. Press Start. Okay. Fahren, schießen. Was? Das kann man Waffe wegschmeißen oder nein? Keine Ahnung. Was? Hyper Trust? Ach du Kacke. Ja, ich wusste doch, das war das so ähnlich wie das. Rar. Kein guter Start wahrscheinlich. Und das hier konnte ich genauso wenig wie das andere. Au. Au. Au! Da muss man... Aua! Ich hab's nicht drauf. Fahren wir da lang. Nein, ich will da nicht! Ah! Hilfe! Hilfe! Au! Kacke. Boah. Ich dreh durch. Hilfe! Das kommt mir sehr bekannt von Star Trek vor. Dieses Diddle-Dü-Düt. Hilfe! Hilfe!
Hilfe! Hilft mir doch jemand! Okay, hier lang. Aua. Eins. Ich hab verloren. No. Gemein. Wir können. Quit. Yes. Na gut. Wir versuchen es noch einmal. Jawohl. Wir sind etwas besser im Start schon mal. Ah. Ich hasse dich. Hilfe. Geht schon wieder gut los. Aua. Da fahren die lang. Okay, muss ich das auch machen. Und jetzt hat er mir auch gesagt, welche Waffe ich habe. Das war mir vorhin gar nicht aufgefallen. Was soll ich hier mit der Mine? So. Habe ich wenigstens einen mitgenommen. Ah, weg damit. Aua. Au. Was für ein Ding? Okay, ich habe wohl irgendwen eliminiert. Okay. Ich hoffe, das hat mir jetzt nichts getan, dass ich da durchgeflogen bin. Ja, Autopilot. Ich mag den Autopilot. Oh. Viel zu kurz. Hilfe. Aua. Wieso? Ich war schneller als die anderen hinter mir. Das ist ja ein Scheiß mit der Zeit. Das ist ja echt ein Scheiß mit der Zeit. Und wir gucken uns mal den Start an Replay an. Und gucken wir mal, wie das aussieht. Das Replay. Naja. Paar Perspektivwechsel. Gut, reicht. Yes. Nein, ich möchte nicht nochmal. Aber das verstehe ich nicht, dass die Zeit so knapp bemessen ist, obwohl ich noch vor anderen Fahrzeugen war. Sehr seltsam. Na gut, gucken wir uns mal das nächste an. Panzerfront. Das klingt doch sehr positiv nach Einhörnern und bunten Wiesen. Und wieder JVC. Panzerfront. Deutschland. Ja, yeah, der Schrottbull. Schön. Wir haben den Feind gefunden. Na, ein Glück auch. Okay, ist jetzt ein anderer. Schön. Möchtest du den Gebäude in die Luft springen, oder? Na, das, die Zahlen sind wohl die Feinde und wie weit die weg sind. Na gut. Mhm. Naja, wir sind in dem Sichtfeld, ist schon klar. Alliierte, bombt sie weg. Jawohl, Treffer. Nehme ich jetzt mal. Mhm.
Und auch Luftangriffe, na toll. Ah ja, sie haben ein T-34 gesichtet. Ist ja sehr schön. Sollen sie kein T-1000 sichten? So. Das kam im April raus. Sehr schön. Oh nein, wir wissen es doch. Sagt uns das nicht mehr. Haben wir denn noch was? California, Watersports und Mod zu schicken. Ich weiß nicht, Mod zu schicken ist wahrscheinlich noch ein Video. Nehme ich jetzt mal so an. Midas. Ja, sieht auch so videoartig aus hier. Ja, und das ist wohl auch nur ein Video. Ah. Haben wohl alle spielbaren Spiele schon durch. Ah, das dauert ja dann nicht lang. Oder hat nicht lang gedauert, vielmehr. Ja. Das war nicht nice. Oh, der kann sich unter Wasser auf dem Brett wieder hochstellen. Ist ja krass. Ja. Gott. Die Wellen sehen so scheiße aus. Das Wasser. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und da ist es vorbei. Gott sei Dank. Na, was haben wir denn jetzt noch? Natürlich Mord zu schicken. Was auch immer das jetzt war. Mord. The Chicken. Okay. What do chickens do when the farmer goes to town? Well, they have themselves a party. Ja. Die machen also Party, wenn der Farmer weg ist. Ist klar. Soll das sein? Wo kommen die ganzen Küken her? So viel waren da doch gar nicht drumherum. Auf jeden Fall ein Jump and Run, okay. Ein ziemlichen... Das ist doch kein Huhn, das ist... Keine Ahnung. Ein ganz verkleidet als Huhn oder sowas. Aber du kannst nicht so einen langen Hals. Kannibale ist auch noch, der frisst die Eier. Wundert mich, dass er sich nicht über die Küken herfällt. Wahrscheinlich will er den retten, damit er den nachher braten kann.
Gott. Das war also Mord zu Chicken von Ubisoft. Oh. Na gut, dann war's das schon wieder. Chat-Gekun hat mir ja schon mal... Musik 2000 wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn, das bringt nichts, das zu zeigen. Kann man ein Lied drin erstellen. Ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal. Wo ist das? Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist es kein Spiel. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und sage... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.